Wahrscheinlich hätte er selbst niemals gedacht, dass er mal eine Dynastie gründet. Damals, 1964, Gerhard Hosser, Kameramann aus Idar-Oberstein. Erst folgte ihm sein Sohn, inzwischen längst auch Enkel Christian. Und seit jetzt fast 6 Jahrzehnten arbeiten sie einer nach dem anderen als Kamerateam für den SWR. Heute ist Gerhard Hosser 95 Jahre alt und hat sehr viel, sehr persönlich zu erzählen. Etwa von den eher zufälligen Anfängen. Gerade hier auf meine Hand. Ja. Sind Sie jetzt nervös, Herr Hosser? Ich bin nicht nervös. Ich weiß nur nicht, was ich sagen soll. Also mein ganzes Leben lang stand ich hinter einer Kamera. Und dann soll ich auf einmal davor stehen. Und das gelingt mir nicht. Also ich will es probieren. Ich kann Ihnen gerne erzählen, ja. Der Meinhard Dunst war ein Halbjude. Und im Nationalsozialistischen Deutschland haben diese Leute ja nichts gegolten. Das war der Erste, der Ahnung hatte von der Fotografie, dass der mir gesagt hat, wenn mal die Zeit hier sich ändert, dann kommst du zu mir und dann machen wir zusammen ein richtig schönes Fotogeschäft. Dass es nicht nur ein Fotogeschäft, sondern eine Kameradynastie werden soll, hätte Gerhard Hosser nie geglaubt. 1927 wird er als mittleres von 3 Kindern in Idar-Oberstein geboren. Schon als Jugendlicher schreibt Gerhard mit seinem Papa Oskar Artikel für die Zeitung. Der junge Gerhard Hosser spürt, die Welt der Medien ist seine Zukunft. Mein Papa hat schon gesagt, Gerhard, du bist ein Fantast. Und dann sage ich, Papa, wie darf ich das verstehen? Mit dir geht die Fantasie durch. Die Medienwelt im Nazi-Deutschland war für den Sohn eines SPD-Mitglieds keine Berufsoption. Mit 15 macht Gerhard deshalb eine Kaufmannslehre. Dort lernt er den jüdischen Fotografen Meinhard Dunst kennen. Die ersten Fotoversuche mit seinem Freund begeistern den jungen Gerhard. Doch dann kommt der Zweite Weltkrieg. Und da bin ich auch noch dummerweise freiwillig in den Krieg marschiert. Danach ist alles anders. Als Gerhard Hosser 1946 aus Kriegsgefangenschaft nach Idar-Oberstein zurückkehrt, ist sein Freund Meinhard schwer krank. Doch er überlässt ihm für kleines Geld seine gesamte Fotoausrüstung. Also da konnte man wunderbare Porträts machen. Aber ich von Tuten und Blasen doch keine Ahnung. Fotografieren hat er sich schnell beigebracht. Passbilder brauchen nach dem Krieg alle. Und Postkarten aus Idar-Oberstein werden zum Verkaufsschlager. 1950 meldet Gerhard seine Firma Foto Hosser an. Mit seiner Leica, die er sich dann kauft und in 5 D-Mark-Raten abbezahlt, ist er immer und überall. 17 Jahre verkauft er als Pressefotograf Bilder an Stern, Spiegel, den Kicker und die dpa. Mitte der 60er Jahre wird Gerhard Hosser Kameramann. 1964 schickt er einen Film über eine Wildtierfütterung im verschneiten Hunsrück zum Südwestfunk nach Baden-Baden. Das war mein allererster Film fürs deutsche Fernsehen. Seitdem ist Gerhard Hosser fast täglich für den Südwestfunk im Einsatz. Ich war der erste freie Kameramann. Der erste freie Kameramann vom Südwestfunk. Er filmt Stars und Politiker, ist hinter der Kamera, als den RAF-Terroristen der Prozess gemacht wird. Gerhard Hosser nimmt jeden Auftrag an. Dann 1977 Burnout. Ich habe mich verausgabt. Ich habe mich absolut verausgabt. Und Kilometer jede da mindestens 400. Die Familie fängt ihn immer wieder auf. Damals wie heute. Seit Mitte der 70er Jahre waren alle Hossers im Kamerageschäft. Der Schwager macht die Pressefotos, Schwester Ingeborg und Ehefrau Hilde die Buchhaltung. Die Kinder Silvia und Detlef arbeiteten als SWR-Kamerateam. Die Kinder in ihrer Urstein kennen sie, Frau, was halten Sie von der Hosser? Das war schon die stärkste Mannschaft. Also viel stärker, wie mir hat es keinen kennen.
Seit 10 Jahren ist Enkel Christian mit seiner Mutter Judith das SWR-Kamerateam von Foto Hossa. Und mit Urenkel Leonard ist schon die nächste Generation in Sicht. Wir hatten unwahrscheinlich Ehrgeiz. Und mit diesem Ehrgeiz haben wir es geschafft, die Leute hinzukommen, wo wir heute sind. Mein größter Traum, ich habe eigentlich keinen großen Traum. Ich bin zufrieden, wenn das mit der Firma so läuft, wie es jetzt läuft.